Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden viele Kriegsverbrecher vor Gericht angeklagt und für ihre Taten verurteilt. Doch viele Verbrecher konnten sich der Justiz entziehen, wurden für ihre Taten nicht belangt und kamen teilweise sogar in einflussreiche berufliche Positionen. Besonders schockierend ist hierbei der Fall von Heinz Reinefarth, welcher in der Nachkriegszeit trotz nachgewiesener schwerster Kriegsverbrechen eine steile politische Karriere einschlagen konnte. Reinefarth war bei der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes für die Ermordung von mehreren 10.000 Menschen verantwortlich und war als Schlächter von Warschau bekannt. Nach Kriegsende hätte Reinefarth eigentlich der Galgen oder eine lange Haftstrafe drohen müssen. Doch der ehemalige SS-Gruppenführer wurde nie angeklagt und konnte sich sogar ungehindert großen politischen Einfluss aufbauen. Reinefarth war von 1951 bis 1964, also ganze 13 Jahre lang, der Bürgermeister von Sylt und wurde 1958 sogar in den schleswig-holsteinischen Landtag gewählt. In diesem Video geht es um die grausamen Kriegsverbrechen von Heinz Reinefarth, dem dunklen Kapitel seiner Nachkriegskarriere und seinem schlussendlichen Ende als Politiker. Heinz Reinefarth wurde am 26. Dezember 1903 in der Nähe der damals preußischen Stadt Posen geboren. Nach seinem Abitur studierte er Rechtswissenschaften in Jena, promovierte am Lehrstuhl und war anschließend als Richter tätig. Reinefarth war überzeugter Nationalsozialist und trat bereits 1932 der NSDAP sowie der SS bei. Zwischen 1932 und 1939 war er in Cottbus als Rechtsanwalt tätig und stieg parallel in den Reihen der SS bis zum Hauptsturmführer auf. Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg und Reinefarth wurde als Soldat in die Wehrmacht eingezogen. Er wurde im Krieg gegen Polen sowie im nachfolgenden Westfeldzug gegen Frankreich als Infanteriesoldat eingesetzt und konnte sich hier durch gute Führungseigenschaften einen Namen machen. Am 22. Juni 1941 begann die Wehrmacht die Operation Barbarossa und marschierte mit 3,8 Millionen Soldaten in die Sowjetunion ein. Reinefarth war bis Mitte 1942 in diversen Gefechten mit der Roten Armee verwickelt, bis diese aufgrund von schweren Erfrierungen wehrdienstuntauglich wurde und die Wehrmacht verließ. Heinz Reinefarth wurde anschließend zum Generalinspekteur der Verwaltung des Protektorats Böhmen und Mähren ernannt und zeitgleich zum Generalmajor der Ordnungspolizei befördert. Zur Ordnungspolizei gehörten alle uniformierten Polizeikräfte des Deutschen Reiches. Sie war Heinrich Himmler direkt unterstellt und stark mit der Schutzstaffel, auch SS genannt, vernetzt. Reinefarth machte die nächsten 2 Jahre innerhalb der Polizei und der SS Karriere, wurde mehrere Male befördert und hatte Mitte 1944 den Rang eines SS-Gruppenführers inne. Am 1. August 1944 brach im besetzten Warschau ein Aufstand aus und Adolf Hitler beauftragte die SS mit der Niederschlagung und Beseitigung der Aufständischen. Als hochrangiges Mitglied der Sicherheitspolizei hatte Reinefarth das Kommando über 12 Kompanien inne und war dafür zuständig, die Widerstandskämpfer im Stadtbezirk Wola zu töten. Die sogenannte Einsatzgruppe Reinefarth bestand unter anderem auch aus der berüchtigten SS-Sondereinheit Döhlewanger, einer Einheit aus verurteilten Verbrechern, welche bereits zuvor für die brutale Ermordung von mehr als 30.000 Menschen verantwortlich war. Beim Massaker von Wola töteten die Soldaten der Einsatzgruppe Reinefarth vom 5. bis zum 7. August insgesamt 40.000 Menschen auf äußerst brutale Art und Weise. Die Truppe ermordete alle Menschen, denen sie begegneten, unabhängig davon, ob es sich um Widerstandskämpfer oder unschuldige Zivilisten handelte. Frauen wurden vergewaltigt und danach getötet, Kinder ohne zu zögern erschossen. Einige Soldaten sollen dabei alkoholisiert gewesen sein und sogar Volkslieder gesungen haben, während sie sich durch die Stadt mordeten. Es wurden Krankenhäuser mit sich drinnen aufhaltenden Patienten niedergebrannt, wobei die Krankenschwestern vergewaltigt und nackt aufgehangen wurden. Im Distrikt waren tausende Verwundete in Feldhospitalen einquartiert, welche von der Einheit mit Flammenwerfern bei lebendigem Leibe verbrannt wurden. Während des Massakers gab Reinefarth einen Funkspruch an seine Vorgesetzten ab, indem er sagte: Was soll ich mit den Zivilisten machen? Habe weniger Munition als Gefangene. Eigene Verluste, 6 Tote.
Der Feind mit Erschossenen über 10.000. Reinefahrt ließ seine Soldaten keine Gefangenen machen, sondern gab aktiv den Befehl weiter, dass alle angetroffenen Menschen zu töten seien. Er erhielt den Beinamen Schlächter von Warschau oder auch Henker von Warschau. Im Februar 1945 wurde Reinefahrt von Adolf Hitler zum Kommandanten der Festung von Küstrin ernannt, die er bis Ende März gegen die Rote Armee verteidigte. Entgegen Hitlers Befehl zog sich Reinefahrt mit seiner Einheit aus Küstrin zurück und wurde wegen Feigheit vor dem Feind sogar zum Tode verurteilt. Aufgrund der schlechten Kriegslage des Deutschen Reiches konnte das Urteil aber nicht mehr vollstreckt werden. Und Reinefahrts Einheit wurde nach der Flucht in den Westen von britischen Soldaten verhaftet. Reinefahrt verbrachte die nächsten 3 Jahre in amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Die grausamen Taten des ehemaligen SS-Gruppenführers waren zu der Zeit bereits bekannt. Eine beantragte Auslieferung nach Polen wurde jedoch von der amerikanischen Regierung abgelehnt. 1948 wurde Heinz Reinefahrt in die damals britische Zone nach Hamburg überstellt. Doch auch die britische Regierung lehnte die Auslieferung nach Polen ab. Der Grund dafür war eine Zusammenarbeit mit dem CIC, der Militärstrafverfolgungsbehörde der USA, die Reinefahrt im Austausch gegen Informationen vor der sicheren Todesstrafe bewahrte. Unglaublicherweise wurde er in einem Entnazifizierungsverfahren von jeglicher Schuld freigesprochen und sogar als aktiver Gegner des Nationalsozialismus dargestellt, welcher dabei wiederholt Leben und Stellung aufs Spiel gesetzt hatte. Bereits 1950 hatte der Schlächter von Warschau alle seine Privilegien zurück und konnte eine steile Karriere in der Politik der noch jungen Bundesrepublik Deutschland starten. Reinefahrt hatte sich in der damaligen Flüchtlingshochburg Sylt eine Nische als Vermittler zwischen Einheimischen und den zahlenmäßig ebenbürtigen Vertriebenen geschaffen und wurde 1951 sogar zum Bürgermeister von Westerland gewählt. Unter Reinefahrts Leitung begann die Entwicklung der Insel zum beliebten Urlaubsort für Touristen und der Politiker erfreute sich enormer Beliebtheit unter seiner Bevölkerung. 1958 wurde er als Vertreter der rechten Partei BHE in den schleswig-holsteinischen Landtag gewählt. Spätere Auswertungen haben ergeben, dass von 1950 bis 1971 mehr als die Hälfte der Landtagsabgeordneten ehemalige Mitglieder der NSDAP waren und mögliche Strafverfolgungen durch den erheblichen rechten Einfluss erschwert wurden. 1957 erschien in der DDR der Dokumentarfilm Urlaub auf Sylt, in welchem die von Reinefahrt begangenen Kriegsverbrechen thematisiert wurden und eine große mediale Aufmerksamkeit erregte. Doch die Enthüllungen hatten realpolitisch vorerst keine Auswirkungen. Die Regierung verteidigte Reinefahrt damit, dass dieser rechtmäßig vom deutschen Volk gewählt wurde und entnazifiziert wurde. Ein von der Staatsanwaltschaft Flensburg eingeleitetes Ermittlungsverfahren wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt. Heinz Reinefahrt war noch bis 1964 als Bürgermeister von Sylt tätig, bis dieser sich aufgrund des immer größer werdenden Druckes doch noch offiziell aus der Politik zurückziehen musste. Er verstarb am 7. Mai 1979 in seiner Sylter Villa, ohne jemals für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden. Über die Jahre wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, welche jedoch nie zu einer Anklage führten. In seinem Nachruf hieß es, sein erfolgreiches Wirken für die Stadt Westerland wird unvergessen bleiben. Anschließend folgte über Jahrzehnte hinweg eine strikte Phase des Schweigens. Reinefahrt und seine Taten wurden zum Tabuthema auf Sylt. Die geschichtliche Aufarbeitung wurde aufgeschoben. Erst 2014 setzte sich die Insel wieder mit dem Thema auseinander. Nachdem vorm anstehenden 70. Jahrestag des Warschauer Aufstandes von Polen angefragt wurde, ob man sich überhaupt bewusst sei, welche Rolle Reinefahrt beim Massaker gespielt hatte. Am 10. Juli 2014 distanzierte sich der schleswig-holsteinische Landtag offiziell vom ehemaligen Sylter Bürgermeister und entschuldigte sich dafür, dass es nach 1945 möglich war, dass ein Kriegsverbrecher Landtagsabgeordneter wurde. Seit dem 31. Juli 2014 hängt am Eingang des Sylter Rathauses eine Mahntafel zur Erinnerung an die Opfer des Warschauer Aufstandes, auf welcher sich auch die Gemeinde von ihrem früheren Bürgermeister distanziert. Heinz Reinefahrts Werdegang
gehört zu den dunkelsten Kapiteln der deutschen Nachkriegszeit. Nicht nur wurde ein Massenmörder nie für seine Taten zur Rechenschaft gezogen, sondern konnte auch noch ein prestigeträchtiges und einflussreiches politisches Amt bekleiden. Selbst als die Verbrechen an die Öffentlichkeit gerieten, wollte sich kaum jemand mit dem Thema auseinandersetzen und man entschied sich lieber dafür, das Ganze totzuschweigen. Reinefarth genoss ein langes und unbeschwertes Leben als angesehene Persönlichkeit. Und die erst 70 Jahre nach dem Massaker von Wola erfolgte Distanzierung kam viel zu spät.